Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich verstehe den Antrag der SPD-Fraktion so, dass es hier darum geht, eine Debatte zu führen. Im Plenum, im Ausschuss in den nächsten Wochen, und zwar vor der Grundlage Ihres Koalitionsvertrages. Und der gibt ja allerlei Grund, Debatten zu führen. Was Sie uns hier eben vorgelegt haben, die Redner von FDP und CDU, das ist ja häufig ein Vorwurf, den insbesondere Herr Lindner in Richtung Grüne richtet. Das war wirklich pure Ideologie, Herr Paul. Das muss man Ihnen direkt zurückgeben. Ich frage mich auch, wer hat Ihnen die Rede geschrieben? Das gilt genauso für den CDU-Kollegen. Ist es bei Haus und Grund direkt entstanden oder haben Sie da selber noch dran gearbeitet? Das, was Sie hier gerade vorgetragen haben, das ist eine ganz spezielle Sicht und Brille. Das hat aber mit dem Land Nordrhein-Westfalen und insbesondere mit der Situation in Großstädten, das mag Ihnen ja aus dem Kreis Herford, das mag Ihnen ja als Abgeordneter, der hier auch neu jetzt im Haus ist, aus dem Kreis Herford vielleicht noch nicht bekannt sein. Sie scheinen sich in Großstädten, mit der Problemlage in Großstädten, ja, da können Sie noch so sehr dazwischen reden. Sie haben offensichtlich keine Ahnung, was auf den Wohnungsmärkten in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Münster, in den großen Ballungszentren, was da entsprechend los ist. Das, was die SPD-Fraktion hier beschreibt, ist eine konkrete Problemlage. Und ich erinnere mich noch an die ganzen Podiumsdiskussionen im Landtagswahlkampf. Da hatten wir doch die Situation. Ja, es wird durch Schreien auch nicht besser. Es ist ein Problem, dass Sie das einfach noch nicht erkannt haben. Lieber Herr Howe-Jürgen, Sie haben doch heute eigentlich schon das Maß an Zwischenrufen eigentlich überschritten, spätestens bei der Anfrage an die Landwirtschaftsministerin. Jetzt hören Sie doch mal einen Moment noch zu. Wenn der Kollege Paul davon spricht, dass nur Wohnungsbau dem Land Nordrhein-Westfalen helfen könnte, dann sollten Sie sich schon mal schlau machen, was hier die letzten Jahre passiert ist. 40% der im letzten Jahr, in 2016, fertiggestellten neuen Wohnungen sind in Nordrhein-Westfalen gebaut worden. Wir sind deutscher Meister im sozialen Wohnungsbau. Nirgendwo hat es mehr Wohnungsbau gegeben als in diesem Land. Das heißt, die ganzen Förderinstrumente, die Bund und Land zusammen in Auftrag gegeben haben. Deswegen wundert mich Ihre ganze Aufregung da von der CDU-Fraktion. Sie sind doch Teil der Bundesregierung. Die ganzen Fördermittel, die der Bund ans Land weitergeleitet hat, dass hier entsprechend Wohnungsbau auch mal passiert, das kommt doch von Ihrer Bundesregierung. Und jetzt halten Sie entsprechend dagegen. Also bemerkenswert, ja, CDU und SPD zusammen haben es geschafft, dem Land Nordrhein-Westfalen und der Bauminister und die damalige Landesregierung hat es hervorragend genutzt, dass endlich in diesem Land wieder neue Wohnungen gebaut werden. Da würde ich jetzt gar nicht die ganze Zeit dazwischenrufen an Ihrer Stelle. Schauen Sie, bei der Frage der Zweckentfremdungsverordnung, das ist ja deutlich geworden, es ist ein Instrument, was aus der Enquete-Kommission als Vorschlag damals an den Landtag gegangen ist und entsprechend auch über die damalige Landesregierung umgesetzt worden ist. Jetzt kann man das ja politisch rot-grün einordnen. Ich würde gerne mit Erlaubnis der Präsidentin aus der Stellungnahme des Städtetages NRW zu Ihrem Koalitionsvertrag mal kurz zitieren. Der Städtetag Nordrhein-Westfalen, das ist ja nun bekanntermaßen nicht unbedingt eine grüne Tarnorganisation, sieht anders als die Koalitionspartner CDU und FDP die Kündigungssperrfristverordnung, die Zweckentfremdungsverordnung, die Umwandlungsverordnung und das Wohnungsaufsichtsgesetz als geeignete Instrumente zur notwendigen Regulierung der Wohnungsmärkte in NRW an. Die Instrumente können treffsicher, hören Sie doch mal zu, das ist der Städtetag, die Instrumente können treffsicher dort in den Markt eingreifen, wo eine Regulierung im Sinne einer nachhaltigen und sozial ausgewogenen Stadtentwicklung sinnvoll ist. Die angespannte Lage auf einigen lokalen Wohnungsmärkten in Nordrhein-Westfalen hat nichts mit den oben genannten Instrumenten zu tun. So der Städtetag Nordrhein-Westfalen zu Ihrem Koalitionsvertrag. So. Und was wir in Ihrem Vertrag doch finden, ist, dass Sie alle Instrumente oberhalb des Mietrechts, und von daher hat sich der frühere Kollege Ellerbrock ja komplett durchgesetzt in den Koalitionsverhandlungen, auch wenn er jetzt nicht mehr dabei ist, weil er das im Wahlkampf auf allen Veranstaltungen erzählt hat. Wir brauchen oberhalb des Mietrechts keine weitere Regulierung auf den Wohnungsmärkten. Und das stellen wir nämlich anhand der konkreten Situation in diesem Land, und da ist Airbnb ja nur ein Beispiel, was die SPD genannt hat, das stellen wir in Frage. Es braucht, und das hat ja die wohnungswirtschaftliche Enquete klar belegt, es braucht weitere Instrumente. Und diese Instrumente wollen Sie abschaffen.
Und zwar deswegen, weil Sie einen Vertrag unterschrieben haben, Herr Löttgen, wo die Wohnungspolitik komplett von der FDP diktiert worden ist. Sie haben sich da komplett über den Tisch ziehen lassen. Und alle Ihre nahestehenden Organisationen und alle Leute, die Sie doch im Städtetag, im Landkreistag etc. haben, die werden Ihnen das in den nächsten Wochen und Monaten sehr stark aufs Brot schmieren, dass das eine falsche Entscheidung wäre, alle zentralen Steuerungs- und Lenkungsinstrumente und alle Möglichkeiten zum Eingriff wieder abzuschaffen. Dieses ist erst ein Anfang der Debatte. Deswegen sind wir froh bzw. finden wir es gut, dass die SPD-Fraktion diesen Antrag stellt. Er wird ja in den Ausschuss überwiesen. Ich glaube, wir haben in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren zu diesem Thema noch einige intensive Debatten vor uns im Ausschuss, Anhörungen. Und ich freue mich schon auf die ersten Anhörungen, wo Frau Ministerin Scharrenbach sich dann wahrscheinlich anhören wird dürfen, warum solche Instrumente in der Wohnungswirtschaft ihren Platz haben sollten, warum sie notwendig sind, insbesondere in großen Städten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.